und Lachgeschichten. Heute mit Hanni und Greta vom MOVE. In Greling beim Jugendmissionstag. Was gab's hier eigentlich, Hanni? Ja, was gab's hier? Hier sind heute verschiedene Ausstellungen von verschiedenen Missionsgesellschaften und auch vom CVJM, weshalb wir hier sind. Und diese Veranstaltung ist für Jugendliche ab 16 Jahre, die sich darüber informieren können, was denn nach der Schule so dran für sie ist, die hier Seminare machen konnten, die so ein bisschen christlichen Input bekommen haben und mit denen wir ein paar Gespräche geführt haben. Genau, wir konnten informieren über das FSJ, über den CVM allgemein, über unsere Ausbildungsmöglichkeiten und da gab es viele gute Gespräche. Es gab eine Postkartenaktion und zwar konnte man diese wunderbare Postkarte mit Namen und Adresse beschriften und in die Postkiste werfen und die verschicken wir jetzt an viele Menschen, damit sie einen kleinen Gruß aus Greling erhalten können. Und das ist ziemlich erfolgreich, weil man damit total gut mit Leuten ins Gespräch gekommen ist, wirklich viele auf den Stand hier aufmerksam geworden sind und einfach Fragen gestellt haben, sei es auch zu Jugendfreizeiten jetzt im Sommer oder eben zur Ausbildung, zu FSJ, alles was es drumherum gibt. Hier machen wir auf unsere Bibelleseaktion Liest du mich aufmerksam, damit junge Menschen wieder Lust haben, die Heilige Schrift zu gucken. Genau, hinter mir befindet sich die internationale Ecke, wo wir auf die Organisation weltweit, die mit dem CVJM ist, aufmerksam machen, damit die Leute einfach sehen können, was sie im Ausland machen können, was für Möglichkeiten es mit FSJ und Ähnlichem gibt, auch weiter hinaus zu gehen als nur in Deutschland. Kolleg, Hochschule, Campustage, hier gab es alle Informationen vom Bildungswerk. Genau, alle, die sich für Ausbildungen interessieren oder sich überlegen, was nach dem FSJ dann kommt, die haben wir hier informiert über sowohl Präsenzstudiengänge als auch Online-Studiengänge und alles, was drumherum noch läuft. Es hat sich also absolut gelohnt, hierher zu fahren. Jawohl.